Dessert. Eiscreme. Pistazie. Auf jeden Fall. Carbonara, das ist so ein ganz altes Lied aus den 80ern. Das haben wir im Urlaub jetzt so oft gehört und ich musste ständig singen, obwohl das eigentlich relativ sinnfrei ist. Carbonara, die Jugend nach Coca-Cola. Als Volker Potter von Elke Werner ihr Mentorenprojekt bei uns in der Klinik vorgestellt haben, habe ich gedacht, Mensch, das ist eine tolle Möglichkeit, eben jungen Menschen mit chronischen Erkrankungen ins Berufsleben sozusagen eine Hilfe zu geben, denn gerade für die Selbstständigkeit von jungen Erwachsenen ist ja doch der berufliche Werdegang oder eben auch Geld zu verdienen und auf eigenen Füßen zu stehen ganz wichtig, und das hat mich inspiriert. Mittlerweile bin ich ja im Vorstand von Aktion Luftsprung und da bin ich hauptsächlich für die Finanzen zuständig. Also dadurch, dass mein Beruf ja sehr sozial ist als Kinderpneumologin, habe ich mir gedacht, ich würde gerne in der Stiftung eine Tätigkeit machen, die eben nicht so nur diesen sozialen Aspekt hat, sondern auch mal so ein bisschen rational sachlich ist. Und deswegen habe ich mich für die Finanzen entschieden. Auf jeden Fall einer, der den größten Eindruck auf mich hinterlassen hat, war, als Benjamin sein Türkisch-Solo vor 2 Jahren auf der Campusfeier gesungen hat. Immer wenn ich dran denke, kriege ich Gänsehaut, und ich glaube, das war einer der eindrucksvollsten Momente bei Aktion Luftsprung. Mut ist für mich, gegen den Strom auch mal zu schwimmen, seine eigene Stimme zu erheben, zu seiner Meinung zu stehen, auch wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit nicht das Gleiche denkt. Also wenn ich träumen soll, wo Aktion Luftsprung in 10 Jahren ist, dann wäre das eben eine Stiftung, eine Einrichtung, wo ja zum einen wir mit unserem Mentorenprogramm, also sprich mit dem, wir haben ja jetzt ein neues Projekt, das mit den Workshops, dass die Workshops wirklich deutschlandweit für junge Menschen mit chronischen Erkrankungen angeboten werden und sie durch diesen Workshop mit viel mehr Selbstvertrauen in ihr Berufsleben starten. Und zum anderen natürlich unser super Musikprojekt, dass wir natürlich eine größere Öffentlichkeit erreichen und einfach auch vielleicht mit dem einen oder anderen Musiker spielen dürfen und damit auch das Thema, dass chronisch kranke Menschen ganz viele Talente haben, publik machen können.